Irgendwie werden wir die Verdeckung schon finden. Also den Punkt zum Aufheben der Verdeckung. Oh, scheiße. Baum, 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 Baum. Das war voll gegen den Baum. Hi Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Spin Tires. Heute werden wir wieder ein neues Spiel beginnen. Und zwar heute auf der Karte, auf der wir hier im Let's Play als einziges noch nicht gespielt haben. Also beginnen wir heute ein neues Spiel auf der Karte der Hügel. Und da werden wir auf der Karte auch im Spielmodus Simulation spielen. Und wunderbar, da ist ja die Karte der Hügel schon ausgewählt. Ist auch die einzige Karte, wie gesagt, auf der wir hier im Let's Play noch nicht gespielt haben. Die Karte Küste haben wir schon gespielt, Ebenen, Flussüberquerung und Vulkan. Da fehlt nur noch die Karte der Hügel. Und da werden wir heute damit beginnen. Also wählen wir die wieder aus, genau. Und dann Spielmodus, Simulation und dann würde ich sagen, ab ins Abenteuer, Spiel starten. Let's go. So, da starten wir hier in kompletter Finsternis. Wir haben gerade 21.10 Uhr hier auf der Karte der Hügel. Und so wie es aussieht, nur ein Fahrzeug zu Beginn. Und zwar das Fahrzeug C4320. Mit dem befinden wir uns hier oben. Und da sehen wir schon mal, dass wir da hinten Holz aufladen können. Und hier unten rechts, da müssen wir das Holz hinbringen. Da haben wir heute wieder nur ein Ziel auf der Karte. Da müssen wir auch 8 Ladungspunkte hinbringen. Und hier in der Mitte, wie wir es kennen, wieder ordentlich Verdeckungen, die wir aufheben können. Und ich würde sagen, da wir ja wieder im Modus Simulation spielen, also dem komplizierteren Modus, beziehungsweise halt im Modus schwer sozusagen, wenn man jetzt sagt, Gelegenheitsspiel wäre dann einfach. Und Simulation ist vergleichbar wie schwer sozusagen. Genau, weil wir haben ja keine Differentialsperre bei eingeschalteter Automatik zum Beispiel. Können die Zeit nicht vorstellen, können uns nicht zur Werkstatt retten und so weiter und so fort. Das sind so ein paar Sachen, die anders sind im Vergleich zum Spielmodus Gelegenheitsspiel. Aber mit dem Modus Simulation kennen wir uns ja schon ein bisschen aus, sind wir ja letztes Mal auf der Karte Küste auch. Also, das hätte es gar nicht gepasst zum Satzbau. Den Modus hatten wir auch letztes Mal ausgewählt, als wir auf der Karte Küste gespielt haben. So, genau. Und wir starten also hier oben. Und da würde ich sagen, bevor wir jetzt auch dann den ersten Holztransport starten, also das erste Mal zur Holzverladestelle fahren, decken wir erstmal hier oben die 3 Verdeckungen auf. Beziehungsweise decken erstmal hier vielleicht sogar erstmal alle Verdeckungen auf. Beziehungsweise auf jeden Fall erstmal die hier oben. Und da können wir das Fahrzeug eigentlich so lassen, wie es ist. Hier könnten wir jetzt auch den Holzanhänger dran bauen, aber ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal noch nicht, weil so können wir besser hier uns durch die Wildnis schlagen. Die großen Räder machen wir vielleicht noch dran und sonst ist vielleicht ganz gut, wenn wir das Mehrzweckanbauteil dran lassen, haben wir ja 800 Reparaturpunkte, kann nicht schaden, da würde ich sagen, ja. Ist das soweit passend, dann würde ich sagen, drücken wir hier okay, damit es weggeht und fahren los. Also einmal Licht an. Und hier ab ins Abenteuer, ab in die Wildnis. Und da würde ich sagen, machen wir gleich mal Allrad an. Hier geht es nämlich gleich richtig matschig weiter. So, da bin ich mal gespannt, was uns alles hier auf der Karte erwarten wird. So, mal gucken, reicht da jetzt der Allrad oder brauchen wir da noch die Differentialsperre? Na komm, das schaffst du auch mit Allrad. Komm schon. Also der sieht schon richtig geil aus hier, der C4320 mit dem Aufbau und so weiter und so fort. Das sieht schon richtig nice aus. So, ne. Wir können auch wieder öfters ein 1 Plus jetzt fahren, weil wir ja dann eh die Schaltung brauchen. Und da vorne haben wir gleich eine Brücke. Hier können wir das Ganze wieder ausmachen und wieder auf Automatik umschalten. Eine Brücke erwartet uns da vorne. Dann müssen wir, na komm. Machen wir Allrad an, dann kommt er hier aber. Na, komm, wirst du wohl. Jetzt. So. Schön drüber, schön drüber, schön. Ach komm, wir fahren jetzt mit im ersten Gang mit Diff-Sperre. Hier will ich jetzt nicht mit 1 Plus drüber, weil sonst fahren wir so schnell. Aber so können wir das hier schön hinkriegen. Wunderbar. Dann können wir jetzt ein 1 Plus schalten und ab geht die Post. So, schön hier durch. Kommt da überall entlang. Oh, da, ja, da haben wir nochmal so eine Brücke. Oh, die ist zerbrechlich. Achtung, nicht abstürzen. Ach, guck mal, da ist sogar Straßenbeleuchtung. Ah, da. Ah, cool, hier auf der Map gibt es auch eine Straße. Wie geil ist das denn? Kommen wir da hin irgendwie? Ja, das sieht doch gut aus. Dann fahren wir gleich mal zur Straße. Also wir müssen mal gucken. Wir können uns mal hier den Punkt schon mal markieren. Das heißt, eigentlich müssen wir... Ah ja, sehen wir ja hier. Hier, das ist keine Straße mehr, aber hier unten. Guck mal hier, bis zum Ziel.
Da geht sogar so eine Straße entlang. Sehr geil. Das ist ja mal richtig geil, geil, geil. Die wird wahrscheinlich irgendwie hier so entlang gehen. Können jetzt einfach mal. Oh, Motor unterdreht. Wir sind in 1 Plus. Machen wir Automatik. Hier brauchen wir ja keine Hilfsmittel mehr. Die Frage ist, wie wir jetzt fahren. Wir fahren jetzt hier vor und dann vielleicht da rechts. Und da gucken wir, dass wir irgendwie zu der Verdeckung, zu dem Punkt kommen, wo wir die Verdeckung aufheben können. So, das heißt, wir fahren hier einfach die Straße entlang. Die ganze Zeit hier entlang, so Allrad aus. Wir wollen ja Sprit sparen. Wir haben ja nicht unendlich viel dabei. So, warte mal. Sind wir jetzt hier richtig? Ja, da hört es nämlich jetzt hier auf. Ne, wobei, es geht da einfach nur rechts rum entlang. Also das Fahrzeug sieht schon richtig geil aus. Oh, hier geht es ja ganz schön runter. Gut, die Karte heißt ja auch nicht umsonst der Hügel. Da wird es wahrscheinlich hier. Entweder es gibt einen zentralen Hügel oder es ist die ganze Zeit halt ziemlich uneben. Ah, doch, guckt mal hier. Sieht man hier auch richtig an der Karte. Hier geht's so runter. Ja. Suche ich 3D die Karte sozusagen. Hier sogar mit der Höhe und alles. So, Alter, hier geht's ja richtig um die Kurve. Wow, 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 wow. So, und da fahren wir jetzt in ein Gebiet, was wir auf der Karte nicht einsehen können. Ah, ne, die Straße geht hier aber weiter und es sind die ganze Zeit Serpentinen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir dann den Punkt, wo wir die Verdeckung aufheben können, finden. Wow. Da ging es hier gerade über so einen Hubbel drüber. So, wo haben wir den denn? Nicht Escape, sondern F1. Fahren wir nochmal weiter auf der Straße, würde ich sagen. Also wieder schön rum. Boah, das ist aber auch echt eng. Müssen wir mal zurücksetzen. Ich glaube, mit einem mittellangen Holzanhänger kommt man hier vielleicht noch gerade so lang, aber Langholztransport wird schwierig. Mal gucken, ob wir mal wieder Langholz hier auf der Karte fahren werden. Schauen wir dann mal. Wir müssen ja nur 8 Ladungspunkte transportieren, also gar nicht so viel. Aber wir wollen natürlich auch noch alle Werkstätten freischalten, alle Verdeckungen aufheben, alle Fahrzeuge freischalten und so weiter. Also das Holz ist ja nicht das Einzige, was wir hier fahren wollen. Und ich sollte mal ein bisschen drauf aufpassen, dass ich nicht so viel Schaden dem Fahrzeug zufüge. So, oh, die Kurven sind aber auch eng und da geht es aber ganz schön runter. Dort haben wir Wasser und hier, na, wir müssten so in die Richtung, wo wir jetzt gerade. Wir sind ja auch am Kompass, also in die Richtung müssen wir irgendwie. Müssen wir mal gucken, dass wir irgendwann hier abfahren. Komm, bleib auf der Straße, bleib auf der Straße. Leute, ich weiß nicht. Hol mal kurz mal Licht aus. Wollen wir da runterfahren? Ne, fahren wir lieber weiter, bis wir da irgendeinen gescheiten Weg vielleicht sehen. Da kommt hier irgendeine andere Verdeckung ein. Wahrscheinlich kommen wir jetzt gleich dahin, wo die Straße hier oben lang hingeführt hätte. Dann geht's weiter runter. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt hier nur der einzige Hügel war oder ob es auf der Kartenmitte vielleicht so wie beim Vulkan nochmal so einen großen Hügel oder sowas gibt. So, aber irgendwann müssen wir mal rechts rüber. Irgendwann müssen wir mal rechts. Wahrscheinlich hier am Wasser liegt der Punkt, um die Verdeckung aufzuheben. Warte mal, wir sind in eine ziemlich gute Richtung. Wir fahren jetzt hier einfach mal am Wasser entlang, genau. Aber wir fahren nicht im Wasser, sondern am Wasser. Und das ist die falsche Richtung. Wo fahre ich denn wieder lang? Mal Allrad an und 1 plus. Und da dreht er uns dann nochmal 1. Das sieht schon geil aus, das Fahrzeug. So. Jetzt auch mal 1 plus. Ne, jetzt habe ich Automatik ausgesehen. So, 1 plus. Und geht's ab. Dann kommt er hier schnell durchs Gelände. Jetzt nur die Frage, ob wir hier gerade richtig unterwegs sind. Ja, nach dem. Ah, da ist er, der Punkt. Sehr cool. Die erste Verdeckung ist in wenigen Sekunden entfernt. Geil. Und tadam. Runterschalten, das geht ja uns aus. So. Okay. Hat nicht allzu viel gebracht. Gut, wir sehen jetzt hier den Punkt. Dann würde ich sagen, fahren wir direkt nach da weiter. Das heißt nach rechts. So, und 1 plus. Und komm. Können wir mal Allrad und Diff-Sperre ausmachen, weil hier kann er auch so fahren, da geht er hier wieder ordentlich ab. Also der Unterschied zwischen 1 und 1 Plus ist schon ordentlich. Wir können mal gucken, können wir hier auch in Automatik vielleicht so schnell fahren. Und dann guckt, wenn wir jetzt mal hochschalten, 1 Plus, da geht er nochmal ordentlich ab. Also der Unterschied ist nochmal, den sieht man schon, den merkt man schon. So, wir müssen etwas mehr auf die Kompassnadel achten. Ich fahre nämlich einfach nur gerade stur geradeaus. So, hier ist auf so einem Untergrund sind wir, glaube ich, damals ein bisschen noch mit dem Werkstatt, mit dem, ich weiß gar nicht, das war der orangene Lieferwagen, sind wir mit dem Werkstattanhänger damals eingesunken irgendwie und dann nach einer ewig langen Rettungsaktion haben uns dann wieder befreit. Oh, scheiße. Wow, der wäre fast hinten übergegangen. Scheiße.
Fast wäre der uns nach hinten übergekippt. Das war gerade gefährlich, aber hier mit Diffsperre und Allrad kommt der hier durch. Auch mit dem Aufbau hinten drauf sieht das richtig geil aus. Na komm. Kämpf dich erstmal raus, denn jetzt fahren wir einfach genau der Kompassnadel hinterher. Es muss da hoch zum Wald gehen und da muss irgendwo der Punkt sein. Da können wir die nächste Verdeckung aufheben. Probieren wir 1 plus? Ja, wir probieren es. Nein, probieren wir nicht. Jetzt komm, fahr. So, wir hier stehen bleiben und dann beim Anfahren uns wieder eingraben. Immer schön fahren, das haben wir ja schon gelernt. Immer schön fahren. Weiter. Nicht stehen bleiben. Ach, guck mal, da haben wir sogar ein Gebäude. So, jetzt ist die Frage, müssen wir nach links? Das muss aber hier irgendwo mal sein jetzt. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Noch 59. Ah, da hinten ist er. Noch 59 Meter. Da vorne ist er schon, der Punkt. Jetzt sehen wir ihn auch. Oh, scheiße. Ist das eine gute Idee? Ja. Das ging nicht so steil runter. Kein Problem. Und 1 plus. Ihr müsst ihr einfach nur R drücken und die Maus dann so bewegen, als ob ihr da hochschalten würdet. Ganz locker. So, Automatik. Halten an. Was ist da vorne? Ah, da ist hier so eine Art Wohnhaus, so ein großes Gebäude. Und da können wir Kraftstoff auftanken, aber ein Fahrzeug haben wir bis jetzt hier noch nirgendwo entdeckt. Fahren wir bis hierhin weiter jetzt, würde ich sagen. Und da scheint auch die Straße irgendwie lang zu führen. Eben sind wir jetzt hier irgendwie hochgefahren. Fahren wir wieder auf die Straße. Einfach hier durch. So, Handbremse lösen und da hoch. Also haben wir jetzt schon mal eine Tankstelle gefunden, auch nicht schlecht. Na, hier brauchen wir die Diffsperre. Und da steht der kleine Liefer... Nee, kleine Lieferwagen nicht, ist der... Ah, wie heißt der denn? C6000... Ich habe nämlich die Liste hier gerade nicht neben mir liegen. Doch, da steht auch der kleine Lieferwagen. Ich habe aber erst nur den Orangen gesehen. Der kleine Lieferwagen steht auch da. Und sogar der kleine Lieferwagen... Alter, hier haben wir gleich 3 Fahrzeuge gefunden. Wartet mal, da steht es jetzt eh. C6522 und der B130 ist ja der kleine Lieferwagen. Ich weiß gar nicht, der Orangene, wie wird der auch genannt? Ich guck mal kurz, warte mal, ich hol mal kurz die Liste. So, das sind die Unterlagen. Und zwar hier, das was ich mir aus dem PDF, also von dem Handbuch als PDF da ausgedruckt habe hier. Da sind ja die ganzen Fahrzeuge aufgelistet und da haben wir jetzt, im Moment sind wir ja mit dem C6520 unterwegs. Wo ist es denn jetzt? Ah, da ist es, genau. Genau, und das war jetzt ja, C4320, den fahren wir gerade. Das ist der, ja. Also C4320, mit dem fahren wir gerade. Und das ist jetzt der 6x6 Lieferwagen, der Orangene, den haben wir gerade freigeschaltet. Und das ist der leichte, nicht kleine Lieferwagen, sondern leichte Lieferwagen. Aber den habe ich erst gar nicht gesehen, hier haben sogar noch einen zweiten da stehen. Ich habe erst nur den Orangenen gesehen und dann, als wir hier hochgefahren sind, da haben wir auch den blauen gesehen. Den B130, den leichten Lieferwagen, der nur Hinterradantrieb hat. So, gleich neue Fahrzeuge freigeschaltet und wo wir hier sind und vielleicht auch Glück haben könnten, dass in dem hier noch etwas Kraftstoff hinten drin ist. Ja. Nutzen wir die Gelegenheit gleich aus, tanken auf und dann geht's weiter durch die Wildnis. So, wir fahren weiter mit dem hier, lassen die anderen erstmal da stehen, brauchen wir nicht. Oh, die anderen haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Und tadang, gleich 3 Fahrzeuge freigeschaltet, sehr, sehr guter Fortschritt. So, und es geht einfach geradeaus weiter zur Verdeckung. Ist die Frage links oder rechts, was nehmen wir? Ich glaube, rechts sieht irgendwie ein bisschen besser befahrbar aus. Wir nehmen einfach mal links, weil es, na wobei, also wir müssten eigentlich hier gerade durch die Bäume durch. Für den optimalen Weg. Wieder 1 plus, oh, wartet. Wir können auch hier rechts runter. Wobei, da hätten wir auch gleich wahrscheinlich da gerade ausfangen. Ach komm, wir fahren jetzt hier rechts runter. Irgendwie werden wir die Verdeckung schon finden. Also den Punkt zum Aufheben der Verdeckung. Oh scheiße, Baum. Das war voll gegen den Baum. Ein Rückwärtsgang. Es wird auch langsam hell, wie ihr merkt. Oh, ob wir hier durchkommen, das war doch vielleicht nicht so eine gute Idee. Wir müssen hier hoch.
Hoch, 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 komm, 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 komm. Ja, das ist zu knapp, der Raum da. Nochmal. Und volle Kraft voraus. Jetzt komm, komm, hier hoch. Links, 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 links. Ah, komm. Ja, ja, ja. Komm, mach die Äste weg. Komm, Tanne, hilf uns, hilf uns, hilf uns. Ja, wir sind durch. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Durch die Engstelle durch. Wahrscheinlich hätten wir jetzt auch einfach da lang fahren können. Nee, wahrscheinlich. Ne? Doch, vielleicht auch. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir müssen weiter nach rechts. Immerhin noch 90 Meter. Boah, da unten geht es aber auch wieder ganz schön runter. Also es ist eine ganz schöne... Also im Vergleich zu Ebenen ist es halt genau das Gegenteil zu Ebenen. Bei der Map Ebenen war es ja so, dass es da alles... Ja, schön eben war, so wie es halt, wie auch der Name sagt. Und hier ist es halt jetzt so hügelig. Also geht's hoch und runter und alles Mögliche. Wie der Name der Hügel halt auch schon sagt. So, hier ist wieder ein besser befahrbarer Weg. Können wir auch in 1 Plus hochschalten. Düsen wir gleich davon. So. Also da ist man nochmal ein gewaltiges Stück schneller unterwegs. So. Und hier im Morgengrauen beim Nebel am Morgen fahren wir und sehen da links. Ich habe gerade ja